Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es mal wieder eine Snapshot-Vorstellung. Und zwar ist, ich glaube, heute sogar der Snapshot 17b13a rausgekommen. Und ich würde sagen, mit diesem Snapshot geht Minecraft in eine andere Richtung. Und ich erzähle euch mal so die ganzen Änderungen. Und zwar als erstes, gibt es jetzt so ein paar Sachen. Und zwar. Und jetzt braucht man jetzt auch Java 8 für diesen Snapshot, ne? So, wenn ich Java 7 habe, dann geht das sich nach. Und zwar steht hier, wenn man einen Gegenstand zum ersten Mal aufsammelt, hat man eine Nachricht, also was man aus diesem Gegenstand alles herstellen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie Kobbel habe. Ja, und jetzt ins Inventar bekommen, dann steht hier, dass man das unlocken kann. Also das heißt, wenn man also wenn man jetzt irgendwie eine neue Welt zum Beispiel erstellt oder so eine Map so, ne? Oder ihr wisst manchmal, aber wenn man jetzt irgendwie eine Welt erstellt und da hat man zum Beispiel so zwei Steine und einen Stick im Inventar, dann kann man nicht einfach ganz einfach irgendwie so ein Schwert oder so craften. Dann geht das nicht mehr. Das habe ich jetzt wohl verstanden. Also man muss es wirklich erst anlocken, man muss dieses Tag abladen, man muss es aufsammeln, um das craften zu können. Das erinnert mich irgendwie so an ein paar, irgendwie so ein, es gibt irgendwie so ein Spiel, an mich das erinnert, irgendwie, dass man irgendwie rumläuft und man muss eben erstmal Sachen aufsammeln, irgendwie so Leder oder so, Kühl oder so halten oder irgendwie sowas halt, irgendwie so Blumen oder so, um das irgendwie erst herstellen zu können. Ich meine, ich habe da auch schon mal sowas gespielt und dann. Ja, ist auch so, das gibt jetzt auch so Minecraft und zum Beispiel, wenn ich mir das Eisen zum Beispiel nochmal aufsammle, dann kann man jetzt auch das bereits angezeigt, was man jetzt mit Eisen alles craften können. Und das ist ein bisschen, ich muss sagen, die Änderung finde ich total scheiße, weil irgendwie, ach, was soll das denn? Das ist irgendwie gar kein Minecraft mehr, man irgendwie nicht mal craften kann, weil man es nicht aufgesammelt hat. Und das ist aber bei dem jetzt in den Spielen, so wo man von der Insel spawnt oder so halt, ne, ihr wisst, was ich meine. Finde ich da irgendwie richtig kacke und ja, ziemlich unnötige Änderung eigentlich. Gut, dann wurden die Erfolge entfernt, also die Achievements werden jetzt zu Advancements geändert und hier gibt es irgendwie noch so ein paar andere Sachen. muss man mal ein bisschen eindecken, also zum Beispiel Stone und Iron. Uncharted Item und Fractal Arrow und irgendwie so Advancements und ich auch nicht so ganz. Also warum hat man die Schiebe jetzt einfach nicht drin gelassen? Also total unsinnige Änderung. Und dann, wenn man wenn man das Inventar des eines Subtisches, eines Anbosses oder eine Werkbank schließt, obwohl sich ja noch Items drin befinden, dann droppen wir sie nicht mehr, sondern dann wieder im Inventar. Außer natürlich, wenn das Inventar als voll ist. Beim Leuchtfeuer und beim Zaubertisch gibt es eine Änderung, also beim Beacon und beim Enchantment Table. Wenn ich das Beacon jetzt hinstelle, seht ihr schon, da gibt es einfach mal so einen Text hier, einfach so drüber. So komplett unnötig. Total unnötig. Wie muss hier ein Beacon stehen? Irgendwie beim Enchantment Table steht jetzt einfach auch Enchant. Hier ist auch kein Buch mehr, sondern einfach nur Enchant. Komplett überflüssig. Komplett unnötig Änderung und ja, ziemlich komisch. Dann gibt es eine, also einige Texturen der Terrakotta Blöcke wurden geändert, aber die sollen jetzt nicht raus. Ich weiß nicht, gar nicht wie die vorher aussahen. Dann wurde ein gutes Wissen hinzugefügt, was es aber jetzt noch nicht gibt. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht der Command holen gibt. Minecraft, Knowledge oder so. Knowledge Book, genau. Kann man das mal jetzt schon hier und da und da kann man das mitmachen, also mit klicken oder so. Ja. Ich denke, das hier so ein Knowledge Book. Wenn man doppelklickt auf ein Item, auf einen Gegenstand, wenn ich mal alle Gegenstände dieser Art zusammengefasst. Da gibt es noch neue Game Rules, und zwar einmal der Slash Game Rule to Limited Crafting.
da kann man einstellen, dass Spieler nur Rezepte erstellen können, die sich über die Fortschritte freigeschaltet haben. Aber das ist dann nämlich auf Falls, also dann man heißt Game Rule Dual Limited Crafting. So, Game Rule Dual Limited Crafting, so heißt dann ist es Sammelmilch auf Falls. Dann gibt es noch einen, ja, also der Achievement Befehl wurde entfernt. Und jetzt gibt es den Befehl Advancement und Recipe, so Sieb, jetzt weiß ich, was der so macht. Ich habe nicht reingedacht, so. Also da kann man sich einfach den Achievement, Receipts halt einfach so cheaten. Total unnötig. Map Creator können jetzt unter Safes und dann der Weltname dann Data Advancements und dann eigene Fortschritte erstellen. Und jetzt gibt es auch noch was irgendwie da unnötiges irgendwie, und zwar wenn ich zum Beispiel Hello, ich hab Hallo schreibe. Streetmaster 2000 alone. Dann wird das einfach mal vorgelesen. wenn ich jetzt nicht mal schreibe zum Beispiel, wie geht's? Ah, verdammt. So jetzt. Streetmaster 2000 we jet. Kann man ein bisschen lauter stellen vielleicht. Nochmal. Streetmaster 2000 we jet. Wie geht's? Ich hoffe, ich, ne? Also wenn die, einfach die Chat nach einfach mal irgendwie so einfach mal vorgelesen mit S, also es geht mit S, es gibt SCG B. Narrator active. Kann man das aktivieren oder deaktivieren, SCG und B. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zum Besten eigentlich. Und zwar gibt es ein neues Mob. Und zwar wurden jetzt Parrots hinzugefügt, also Papageien. Sieht so aus hier, grün und rot. Und dann können wir jetzt Parrots spawnen. Ne? Zum Beispiel so einen roten hier oder so einen blauen oder einen grünen. Ich glaube nur diese drei gibt's hier. Und jetzt gibt's einfach mal Parrots und ich suche ganz kurz mal eben raus, was sie so für Eigenschaften haben. So, Parrots, die kann man mit Cookies tamen, also mit Cookies. Da kann man zum Beispiel jetzt irgendwie diesen Bleiber mal jetzt so tamen. Das könnte uns. Dann sollte fliegen. Oder geht das? Ach, jetzt haben wir sie auf der Schulter einfach. Machen wir das nicht. Jetzt mal den auf der Schulter. Witzig aus und jo. Die machen die Sounds von anderen Mobs nach, das ist auch sehr interessant. Das heißt, wenn irgendwie ein Schwein jetzt oder so ist, dann macht er die Sounds einfach mal so nach, das ist auch ziemlich cool. Und ja, die können mit an den Spieler fliegen, wenn man dann mit einem Leiter fliegt, und die haben 6 Leben, also 3 Herzen, ne? Und das sind die Papageien. Ich komme jetzt einfach mit rumfliegen und so, ne? Und ist schon ziemlich, ziemlich nice, jetzt so neue Tiere hinzugefügt worden. Das ist eigentlich die beste Änderung, weil sagen wir, wir jetzt hier immer gerne neue Mobs. Das sind Papageien und das ist ziemlich interessant. Und ja, das wär's gewesen von dieser heutigen Snapshot-Vorstellung. Ich glaube, dass es ein April-Scherz ist, weil es heute am 30. März öffentlich wird und Samstag ist ja, also übermorgen schon 1. April. Und ich denke, das ist so ein April-Scherz-Update. Ich glaube nicht, dass ihr das mit den Technischen Rezepten alles hinzufügen. Und wenn doch, dann bleibe ich halt mit der 1.11. Wollen Update hier nicht auf die 1.12. Und dafür habe ich keinen Bock, die ganzen Folgen so freischalten zu müssen. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, wäre das gewesen von heute irgendwie eine Snapshot-Vorstellung. Was haltet ihr davon von den Änderungen? Denkt ihr, dass das ein April-Scherz ist? Schreibt es in die Kommentare und dann wäre es gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine coole Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.